Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Bunny's Diary. Heute habe ich ein Video für euch, in dem ich euch zeige, welche Bäume bzw. Sträucher sich als Nahrung für die Kaninchen eignen und welche giftig sind. Die giftigen Pflanzen habe ich mit einem roten Kreuz gekennzeichnet. Und jetzt geht's auch schon los. Viel Spaß beim Anschauen! Ahornzweige sind für die Kaninchen unbedenklich und dürfen verfüttert werden. Allerdings als kleinen Hinweis nur Zweige ohne Knospen und Blüten verfüttern. Es eignen sich alle Arten von Bambus, außer der sogenannte Glücksbambus. Dies ist eine Zimmerpflanze und ist giftig. Birnenzweige kann man auch in größeren Mengen verfüttern. Die Früchte der Buche, also die Bucheckern, sollten nicht angeboten werden. Die Zweige der Eberesche bzw. auch Vogelbeere genannt eignen sich gut als Nahrung, allerdings darf man die Beeren nicht verfüttern. Fichte wird meistens von den Kaninchen nicht angerührt, darf aber auf jeden Fall verfüttert werden. Haselnusszweige können auch in größeren Mengen verfüttert werden. Auch wenn die Zweige der Heidelbeere nicht gerne gefressen werden, sind sie sehr gesund für Kaninchen. Kastanienäste können gelegentlich in kleinen Mengen angeboten werden, allerdings fressen die Kaninchen diese auch sehr ungern. Kiefer sind auch ungiftig, werden aber in der Regel auch nicht gefressen. Lindenzweige werden sehr gerne angenommen und dürften auch in großen Mengen angeboten werden. Nur kleine Mengen der Quittenäste geben, da diese einen hohen Anteil an Gerbstoff haben. Tannenzweige dürfen auch angeboten werden, werden jedoch meistens nicht gefressen. Aber Vorsicht, keine Äste von Weihnachtsbäumen anbieten, da diese häufig stark gespritzt werden. Wie auch die Quitte sollte die Weide nur in kleinen Mengen verfüttert werden, weil sie einen hohen Anteil an Gerbstoff hat. Zweige des Zwetschgenbaumes enthalten keine Blausäure, auch wenn man dies häufig liest, und sind deshalb auch ungiftig. Buchs ist ungeeignet für Kaninchen, werden aber sowieso nicht gefressen. Zweige der Eibe sind sehr, sehr giftig und dürfen niemals auf den Speiseplan der Kaninchen stehen. Holunder ist giftig, wird aber von den Kaninchen auch nicht gefressen. Thuja ist auch giftig. Schneeball ist ebenfalls für Kaninchen giftig. Da
das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben oder einen Kommentar da. Darüber würde ich mich sehr freuen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!